Die Arbeitslosigkeit steigt und wird so schnell nicht wieder sinken. Wer seinen Job verliert, verliert über Nacht doch die Hälfte des Familieneinkommens. Die Fixkosten halbieren sich aber nicht. 9 von 10 Arbeitslosen landen mit ihrem Arbeitslosengeld unter der Armutsgefährdungsschwelle. Völlig logisch, dass die Politik sagt, naja, denen geht's ja immer noch zu gut, oder? Moment mal. Richtig, die ÖVP will die Unterstützung für arbeitslose Menschen gern weiter runterholzen. Aber der Reihe nach. Wer seinen Job verliert, bekommt aktuell 55% vom letzten Einkommen. Das klingt nicht nur mager, das ist gerade zu Beginn der Arbeitslosigkeit auch im internationalen Vergleich verdammt wenig. Und das Problem? Dem Vermieter und dem Supermarkt ist das wurscht. Die Miete sinkt ja deshalb nicht, die Kosten für Essen und Heizen, die sinken auch nicht, nur weil ich auf Jobsuche bin. Selbst ausgesucht hat sich das übrigens fast niemand. 3 von 4 arbeitslose Menschen wurden gekündigt oder aufgrund betrieblicher Umstände arbeitslos, für die sie selbst gar nichts können. Am Anfang retten viele vielleicht noch die Ersparnisse, aber die sind, wenn es überhaupt welche gibt, bald aufgebraucht. Je länger die Arbeitssuche dauert, desto schwieriger wird die finanzielle Lage. Und je länger die Arbeitssuche dauert, desto weniger hilft das Arbeitslosengeld. Denn selbst die 55% gibt es nur auf dem Papier. Denn das Arbeitslosengeld wird im Gegensatz zu anderen Sozialleistungen ja nicht an die Inflation angepasst. So verlieren Arbeitssuchende jedes Monat an Kaufkraft. Und die Teuerungskrise drückt Arbeitslose derzeit noch schneller in die Armut. Denn die 55% werden gemeinerweise nicht vom wirklich letzten und meistens besten Gehalt weggerechnet, sondern total lebensnah von dem Gehalt von vor einem Jahr. Und das geht so. Wie viel man verdient, das weiß die Sozialversicherung ja anhand der Beiträge, die der Arbeitgeber jedes Monat abliefert. Aber diese Beiträge können ein Jahr lang berichtigt werden, um kurzfristige Lohnschwankungen auszufiltern. Und die Sozialversicherung nimmt eben dieses Berichtigungsjahr aus. Deshalb bemisst sich das Arbeitslosengeld am Gehalt von vor 12 Monaten. Dieser Mechanismus drückt das Arbeitslosengeld in Österreich derzeit auf eine Nettoersatzrate von durchschnittlich nur 51% im Verhältnis zum tatsächlich letzten Gehalt. Zeiten ungebremster Teuerung sind für Arbeitslose also eine dreifache Katastrophe. Erstens verlierst du auf einen Schlag die Hälfte deines Einkommens. Zweitens startest du schon mit einem Malus, weil ein Uraltgehalt zur Berechnung herangezogen wird. Und drittens wird selbst das jedes Monat rapide weniger wert. Ohne Inflationskorrektur. Mittlerweile ist jeder dritte arbeitslose Mensch armutsgefährdet, bei Langzeitarbeitslosen sogar jeder zweite. Und das durchschnittliche Arbeitslosengeld liegt mit 1091 Euro rund 300 Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle. Aber mit Fakten hält man sich in der Diskussion um Arbeitslose ja insgesamt wenig auf. Noch weniger Unterstützung darf es ruhig sein. Auf unter 50% will die ÖVP die Ersatzrate drücken. Ein Argument dafür, wer kaum Arbeitslosengeld bekommt, sucht sich dann auch schnell wieder einen Job. Könnte dazu beitragen, dass Menschen schneller Beschäftigung finden. Nur, es gibt kaum Studien, die belegen würden, dass sinkendes Arbeitslosengeld auf magische Weise Jobs schafft und Leute schneller wieder in Beschäftigung bringt. Ich glaube, dass das schon psychologisch ein Faktor ist, im Sinne von, jetzt komme ich in eine Phase, wo das Arbeitslosengeld geringer wird, jetzt muss ich mich etwas stärker darum kümmern, dass ich auch wirklich was tue. Okay, es gibt also so gut wie keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass eine Kürzung des Gelds den Leuten hilft, schnell einen Job zu bekommen. Die Daten zeigen, arbeitssuchende Menschen sind hungrig nach Jobs, beinahe alle bewerben sich ständig um Arbeit. Im Schnitt verschicken sie 6 Bewerbungen im Monat. Zu einem Gespräch eingeladen werden sie im Schnitt aber nur einmal. Was genau bringt es, diesen Menschen das Geld zu kürzen? Arbeitslosigkeit macht heute schon vor allem eins: arm. 6 von 10 können keine unerwarteten Ausgaben wie eine kaputte Waschmaschine zahlen. 4 von 10 schaffen ihre Wohnkosten kaum. 1 von 10 kann sich nicht einmal genug zu essen leisten. Das Arbeitslosengeld versagt also in seiner wichtigsten Funktion, der Existenzsicherung. Für viel zu viele ist es kein Auffangnetz, sondern eine Armutsfalle. Und damit bleibt auch Langzeitarbeitslosigkeit ein echtes Stigma. Denn allen Beteuerungen zum Trotz werden von Unternehmen gerade ältere, gesundheitlich Beeinträchtigte und schon länger Arbeitssuchende weniger oft eingestellt. Schon nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit müssen Menschen im Schnitt 14 Bewerbungen versenden, um zu einem einzigen Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Auch dieses Problem löst man nicht, indem man die Arbeitslosen bestraft. Kein älterer Mensch wird eher zum Vorstellungsgespräch eingeladen, nur weil sein Arbeitslosengeld immer weniger wert ist. Manche Unternehmen, Stichwort Saisonarbeit, nützen die Arbeitslosenversicherung jetzt schon kräftig als Zwischenparkplatz mit der Kündigung auf Zeit. Sie hauen ihre Leute raus, wenn weniger los ist, nur um sie ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate später wieder reinzuholen. Und das machen viele so. Jeder 7. neue Job ist eigentlich ein Alter. Dazwischen übernimmt das AMS, also wir alle, die Kosten.
Gäbe es kein Arbeitslosengeld, müssten diese Firmen den Leuten einen höheren Lohn zahlen, damit die das ganze Jahr über davon leben können. Die Praxis ist gerade im Bau und Tourismus weit verbreitet. Der einzelnen Arbeitnehmerin kostet sie Einkommen und Sicherheit. Uns alle aber über eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Und das ist verdammt unfair. Vor allem jenen Unternehmen gegenüber, die sich ziemlich anstrengen, ihre Leute zu halten, auch wenn die Auftragslage gerade ein bisschen schwächelt. Wären alle Unternehmen so unsolidarisch, wäre unsere Arbeitslosenversicherung längst kaputt. Was hilft denn gegen Unternehmer, die ihre Arbeitnehmer regelmäßig Stempeln schicken? Zum Beispiel ein Bewertungssystem in der Arbeitslosenversicherung. Arbeitgeber, die ständig kündigen und wieder einstellen, erhalten eine schlechtere Wertung und müssen deshalb höhere Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und diese höheren Beiträge würden auch gleich helfen, die Kosten für ein Arbeitslosengeld zu decken, das wirklich und dauerhaft vor Armut schützt, damit Arbeitslosigkeit nicht länger in die Armutsfalle führt. Wir könnten das alles also ändern, wenn wir nur wollten. Wie können wir arbeitslose Menschen vor Armut schützen? Was ist deine Meinung? Postet mir in die Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion und nächste Woche das nächste Video. Was die Teuerung mit den Sozialleistungen macht, darüber habe ich in diesem Video schon mal gesprochen.